Es wird Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Jahrelang bin ich deinen Fragen ausgewichen, mein Kind. Über dich, mich und deinen Vater. Doch du musst es wissen. Du stammst nicht von hier. Deine Heimat liegt im Norden, in Bulgarien. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Einst führte ein mächtiger Adliger namens Konstantin eine Rebellenarmee in die bulgarische Hauptstadt Tarnowo. Der herrschende Zar, ein Mörder und Thronräuber, floh mit seinem Sohn Iwan an den Hof des römischen Kaisers. Die dankbaren Adligen Bulgariens, Männer, die den Bulgaren angehörten, erklärten Konstantin zum Zaren. Der neue König brachte Frieden nach Bulgarien. Er heiratete die Nichte des Kaisers und arrangierte sogar die Hochzeit der Kaisertochter mit einem einäugigen Mongolenkhan. Doch der Frieden war kurz. Männer sind wie Wölfe. Sie riechen Schwäche. Beim Reiten fiel der Zar vom Pferd und brach sich Beine und Rückgrat. Der verkrüppelte Zar musste hilflos mit ansehen, wie sein Königreich in Anarchie verfiel. Tatarische Reiter fielen in sein Land ein, während die Bulgaren beschäftigt waren, ihre eigene Macht zu mehren. Aus Angst vor der Fackel der Plünderer nahmen die Bauern die Peitsche der Bulgaren hin. Ein Mann änderte dies ganz unerwartet. In einem kleinen Dorf tauchte ein einfacher Schweinebauer auf. Seine Hände waren voller Schwielen, sein Gesicht wettergegerbt, wie das eines jeden Mannes, der hart arbeitet. Doch dieser Mann war anders. Er drängte die Leute nicht nur, sich den Tataren zu widersetzen, sondern er ließ den Worten Taten folgen, indem er eine Miliz zum Schutz der Dörfer anführte. Bald erregten seine Überraschungserfolge die Aufmerksamkeit weitaus mächtigerer und skrupelloserer Männer. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Age of Empires 2, der neuen Kampagne, beziehungsweise für mich neue Kampagne, Iwachio oder Iwachlo, Iwajlo, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, das hören wir wahrscheinlich noch. Und das ist ebenfalls eine Kampagne von The Last Guns. Und nicht wundern, eigentlich hätte die Folge gestern kommen sollen, da es aber Ostermontag gewesen ist, kam ich nicht dazu, da ich über Ostern selber zu tun hatte. Waren Feiertage. Aber jetzt bin ich hier und nehme die neue Kampagne auf. Nur 4 Völker, cool. Warten Sie auf Anweisungen, das kann ich gut. 200 Bevölkerungslimit, schön. Wir sind zu spät. Die Tataren waren hier. Iwallo, okay. Reiter nähern sich. Iwallo heißt der. Alles klar. Erster verklickt. Starke Leistung. Ah, die beiden Helden tanken, das ist gut. Der ist ein bisschen verwirrt. So. Machen wir. Ist es klug, den Hauptweg zu gehen? Ja. Warum nicht? Was wir beziehungsweise für ein Volk sind, ist Bulgaren und was es kann, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass wir jetzt so komische, ich glaube die heißen Konix auf dem Pferd. Das gucke ich mal ganz kurz nach, die Konix. Ja, siehst du. Das sind Reiter, die sobald sie down sind, nochmal aufstehen und als Infanterieeinheit quasi weiterkämpfen. Oder so gesehen wiederbelebt werden, wenn man es so sehen möchte. Da die halt eigentlich ja gestorben sind. Also quasi haben sie 2 Leben. Was eigentlich in der Masse ziemlich stark ist, weil du so halt eine doppelte Armeegröße hast. Mehr oder weniger zumindest. Infanterie von und Kavallerievolk. Weiterentwicklungen für Milizsoldatenzweig ist gratis. Das ist auch ein ziemlich cooler Bonus, aber wir haben natürlich keine Elitekämpfer, was das Ganze wiederum ein bisschen ausbremst. Sonst wäre das in der Imperialzeit ein Riesensprung von Langschwertkämpfer instant auf Elitekämpfer. Wäre schon lecker gewesen. Aber haben wir leider nicht. Aber die sind auch stark genug. Ne? Das ist ja auch schon mal reicht. Dorfzentren kosten weniger Steine, und zwar die Hälfte, auch gut. Schmiede- und Waffenschmiedentechnologien kosten 50% weniger Nahrung. Das ist okay, aber ich bin ganz ehrlich, das hat eigentlich noch nie wirklich so ein Riesenproblem gehabt, weil die Nahrungssachen hier, ja, ist cool, aber es ist halt eher goldtechnisch schwierig meistens. Naja, aber ist trotzdem ein nicer Bonus. Weniger Kosten, immer gut. Kann Krähposte bauen, und das ist ein Ding, das finde ich schon richtig geil. Ein Krähpost ist... da ist er. Über dem Kloster, da ist er. Ein Krähpost ist quasi eine Miniburg. Die kostet 300 Steine weniger, diese Krähposte. Haben, wenn man die Leben anguckt, na so
hat zwei Drittel oder fast die Hälfte von dem, was er normalerweise bei der Burg hat. Ist auch ein kleines bisschen schwächer. Hat ein winziges bisschen weniger Reichweite. Ansonsten ist die fast gleich, was die Werte angeht. Und defensiv ist sie auch gleich. Vorteil, man kann so mehr davon bauen als bei Burgen. Und zweiter Vorteil, man kann hier sogar Konix drin erschaffen, also die Spezialeinheit. Was einem fehlt, sind die ganzen Forschungen. Da man aber E2 nicht hat, ist das nicht so wichtig. Man braucht nur eine Burg zum Forschen. Und man kann keine Tribocke machen oder Pedadiere in Krepost. Trotzdem ziemlich cool, weil sehr günstig und für einen Front ist das schon ein fantastischer Bonus. Oder Spezialeinheit, als Spezialgebäude ist das schon ziemlich fett. Das haben wir nicht häufig sowas. Konix ist generell ziemlich witzig, ist halt wie gesagt ein zweites Leben. Und dann Spezialtechnologien haben wir plus 33% Angriffsgeschwindigkeit für Kavallerie, was insgesamt bei einer 60-Mann großen Armee echt stark ist. Da man halt jetzt auch mal drüber nachdenken muss, das sind halt 20 Schläge pro Zyklus mehr bei 60 Leuten. Ne? Ist schon viel. Da kann schon einiges von drauf gehen. So ein Konix hat ja wie viel Angriffskraft? Das weiß ich jetzt gerade nicht. So als Beispiel, ein Konix hat jetzt 12 Angriffskraft. Das jetzt mal 20 im 60er-Trupp. Das ist nicht wenig. Ne? Das sind schon, also bestimmt ein paar Kills sind drin. Bagain oder Bagaine. Plus 5 Nahkampfrüstung für Milizsoldatenzweig. Und das finde ich richtig stark. Weil normalerweise haben die ja hier, wie ihr seht, 1. Durch die Schmiede bekommt man, man hat ja hier diesen ganz normalen Panzer, eine Schuppenpanzer, Kettenhemd und Plattenpanzer, sind das 1, 1 und 1. Also haben die eigentlich 4. Und die werden jetzt nochmal verdoppelt und noch ein bisschen Bonus obendrauf. Und dann haben die 9 Rüstung. Das ist verdammt stark für so einen Einzelnahkämpfer. Wenn ich jetzt mal so andere vergleiche, so ein, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal einfach als Beispiel, wir hatten das letzte Mal Tataren gespielt, damit wir mal so einen kleinen Vergleich haben, wie heftig das ist. Und gehen jetzt hier einfach mal auf den Kashyyyk, der hat 1. Mit, wo haben wir's? Da. Dem hier, 1, 1, 1, das sind auch nur 4. Das ist ein krasser Bonus, ohne Scheiß. Naja, damit haben wir alles jetzt gesehen. Wir gehen natürlich auf Kavallerie, ne, ist klar. Und nebenbei auf, die Infanterie. Wobei das halt auch echt ein bisschen goldabhängig ist. Warte, du gehst mal bitte erkunden. Nee, wobei, doch. Wie viel habe ich 5? Sie würden uns eher das Brot aus dem Mund nehmen, als Bulgarien zu verteidigen. Okay, Feld geht nicht. Lass mal ganz kurz gucken, erstmal, was das Ziel ist. Ah ja. Okay, gut. Also gut auf. Mitten im Winter wächst auf den Feldern nichts. Wir müssen Tiere suchen. Die Tataren haben die Dörfer niedergebrannt. Doch das Vieh in die Wälder gelassen. So, ihr seid natürlich mein Haupttrupp hier. So, Trupp 1, defensiv. Du gehst bitte mal erkunden. Du gehst bitte hier oben erkunden. Dann da links und kommst zurück. Und den anderen lassen wir einfach laufen. Dorfbewohner werden produziert. Wir haben einen Mönch. Der kann sich da mal hinstellen. Habe ich einen Stall? Leute, ich bin ein Kavallerievolk und habe keinen Stall. Das ist ja eine miese Geschichte. Finde ich jetzt nicht in Ordnung. Sieditelschnitzel? Das gute Sieditelschnitzel. Okay, Nahrung haben wir aber eine Menge unterwegs. Oh, lol. Das sind einfach Gebäude. Cool. Und Gold. Und Rehe. Hä, nur ein Gebäude? Ah. Ich wollte schon sagen, dass da so ein random einzelnes Gebäude rumsteht. Wäre jetzt auch nicht schlimm, aber komisch irgendwie. Was du willst, das sind nicht 2. Die reichen nicht, um so ein Reh auszubeuten. Da müssen die mal doppelt laufen. Naja, Pech. Ist nicht mein Problem. So, machen wir jetzt noch einen Stall mehr. Sieditelschnitzel. Kann ich nächste Zeit gehen? Ja, kann ich sogar. Fantastisch. Jagender Wolf. Cool. So, du machst bitte hier oben ein... Nein, nicht das... Warte, Moment.
Ah, V war das. Ich war auf C. Lol. Nee, C war ja das hier. Alter, Hotkey vergessen. Schwierige Angelegenheit, du. Mach mal bitte hier oben zu. Das sollte eigentlich gehen. Mach da trotzdem mal noch die Ecke zu. Sicherheitshalber. Du machst... Oh Gott, erstmal volle Kanne gießen. So. Wir machen uns mal ganz kurz rundum dicht. Ne, das machen wir weg. So. Dann machen wir das hier. Die gehen auch wieder mit an Holz. Erstmal, ist ja egal. Wobei, geht ihr mal bitte mit an Nahrung. Aber wie mache ich das mit Nahrung am besten? Nee, geht erstmal so sammeln. So, diese ziehen wir mal ganz jetzt da raus. Das ist echt scheiße so tatsächlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Wir müssen die schon einzeln hinpacken. Sonst ist das nur ein Cluster of Fug. Und den wollen wir natürlich nicht haben. So, Kavallerie, da haben wir. Hier, Elite-Soldaten können auch die Geschwindigkeit erhöhen. Und wir bräuchten hier vielleicht auch Forschung, und da habe ich noch viel zu wenig Nahrung für. Also erstmal gucken, was wir damit klarkommen. Hab den gerade zwei auf einmal getötet. Ja, schwierige Angelegenheit. Was sind Verbündete, ne? Boljaren. Alter. Oh, lol. Flieht, ihr Narren. Nein. Alter, was für eine tiefe Stimme hat denn der bitte? Hört euch ihn mal an, ey. Krass. Asubirayus. Da. Asubirayus. Da. Dududum. 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 Boy. Bringt ihn um. Was ist hier los? Bauern greifen in den Dörfern zu den Waffen? Lasst den Unfug, Leibeigene. Ich werde euch alle auspeitschen und hängen lassen. Ja. Nein, nicht du. Geh mich natürlich gerne mit. Es ist echt noch gestorben, ne? Traurige Sache, du. Wie sind jetzt 12 reingekommen? Oh, cool. So, noch mehr Schweine. Eine Meute Leibeigener mit Speeren und Schwertern. Ich werde in meinen Dörfern keine Rebellion dulden. Oh ja. Töten Sie 0 von 3 Bojaren. Alles klar. Habe ich mir schon gedacht, dass ich irgendwann wahrscheinlich Krieg führen muss hier gegen die. Ist ja auch okay. Ist jetzt auch nicht überraschend. Ich hätte gern Krepost. Brauche ich Steine für. Wie wär's mit Marktplatz? Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Mach mal bitte... da einen. So, lass mal ganz kurz ein bisschen mehr Holz sammeln gleich. Weil hier die Forschung bringt mir eh nichts. Die haben wir auch gar nicht drin. Ich weiß nicht, was ich forschen soll. Ich glaube gerade gar nichts. Oh. Das sind Tataren. Er wird sterben. Nein. Du armer Speer. Die sind zu inkompetent zum Treffen. Wie ärgerlich. Seid ihr beiden irgendwie blöd? Ja, gönnt euch einfach die Viecher. Ist mir eigentlich auch egal. Alter, es sind so viele. So, du kannst schon mal dahin gehen. So. Dann brauchen wir gleich ein paar Goldtacker. Da können wir mal ganz das T5 nehmen. Prikazania. So, du machst jetzt noch ganz kurz eine Universität. Sie Dittelschnitzel. Schnitzela.
Auch wenn ich wahrscheinlich Steine wo finde, werde ich mal trotzdem ganz kurz gucken, dass wir hier ein bisschen was verkaufen können. Um uns zumindest eine Burg bauen zu können, weil wir haben hier einen Hügel. Eine bessere Position gibt es nicht. Wo kommt jetzt der andere Bauarbeiter her? Warum? Alter, der Typ ist halt genial. Ist nach neu. Da. Über diese blauen Punkte, ey, ich werd irre. Hab die Forschung vergessen, die Einheiten vergessen. Miese Prise. So, du kannst mal mehr Leute an Holz schicken. Hab ich gehört. Weil Nahrungssammler haben wir jetzt eigentlich erstmal genug, okay. Wir müssen eigentlich hier eine Mühle hinsetzen, wegen Fischen und Jagen. Das wäre schon echt genial. Oh, das ist eine Reliquie. Sagt das doch einer. Da. Lul. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Ist da noch irgendwo irgendwas? Da ist Stein. Aha. Also solche Lager hier kann man natürlich einfach besiegen. Die sind nicht stark verteidigt. Aber ich brauche halt trotzdem erstmal ein paar Truppen, ne? Was ist denn grün eigentlich? Also ja, er ist Bulgare, aber was ist mit ihm? Das hier oben wird auch nochmal interessant, was da drin sein könnte. Habe ich noch ein Speer irgendwo? Oder sind die alle gestorben? Wie ärgerlich. Wieso kriege ich eine Konix ohne Pferd? Lol. Da. Aber ihr könnt mal ganz kurz... Nee, ich habe noch... Gegner? Ich hab noch irgendwo bestimmt gleich ein Pferd übrig, was da gar nicht hingehen kann. Tötet ihn. Ja, lass die Nahkämpfer weggehen, die Fernkämpfer machen das schon. Lass da komplett weggehen. Oh, da ist er tot. So, du kannst mal ganz kurz bitte da oben gucken gehen. Was ist in diesem kleinen Ruinen-Dings drin? So. Und dann da wieder hin. Du machst das da. Angriffsgeschwindigkeit für Kavallerie ist... B war das. Ah, ich wusste nicht, ob es jetzt V oder W. Nein, nicht die Viecher töten. Seid ihr behindert? Oh Gott. Nein. Warum denn? Nein, nicht noch mehr Tiere töten. Spinnt ihr denn vollkommen? Ja komm, stirbt, Junge. Nee, oh, da sind doch alle tot, ne? Oh, miese Prise. Ach, deswegen, wegen der Reliquie, oder was? Nein, oh, Das war jetzt ja belastend, ey. Naja, da machen wir noch ein paar Konix hier, ne? Müssen wir selber auch mal ein bisschen gucken, dass wir klarkommen. Oh, war das jetzt doof. Ein Wolf, dein Ernst? Was war da jetzt oben? Nichts, nur ein kaputtes Ruinenteil. Ob da eine Reliquie ist? Geh bitte dahin, ob da eine Reliquie ist, gucken. Und kommen dann wieder. Da sind Tiere, habe ich gerade gesehen, lol. Hol die bitte hier hin. Jetzt tun die sich selber Tiere dahin, ne? Alter, ich krieg gerade einen Kotzreiz. Nee! Alle bitte hier sammeln. Ja, es funktioniert gerade so nicht. Ihr seid überall verstreut. Ihr geht jetzt mal dahin, um das ganz einfach zu gestalten. Also so funktioniert das hier nicht. Bleibst du noch da, weil du gerade gestartet wirst? Dann ist gut. So, lass die mal da arbeiten. Dann machen wir einen dahin. Einen dahin, dann ist gut. Und der Rest wird jetzt da oben stehen. Ich kümmere mich gleich darum. So, du bist jetzt mal eine 3. Nee, 4. Die Kaserne ist die 3. Hier mache ich mal ganz kurz das. Du kommst jetzt hier hin, machst da zu. Damit da auf jeden Fall keiner reinläuft. Ich habe keinen Stein mehr. Oh, war das knapp. So, zu. Zu.
Und danach gehst du dann das Holz. Du machst da ein paar Dingens. Du machst hier. So. Tiere. 6 von euch. Nein, ihr habt jetzt bestimmt... Oh, die Nahrung habt ihr noch sehr gut. Das wäre traurig gewesen, wenn ihr die jetzt verloren hättet. Ihr geht jetzt da und macht da eine Mühle. Und was ihr damit dann macht, ist mir egal. Das könnt ihr dann entscheiden. Mehr Konix. Mehr Dorfbewohner. Ihr zwei geht dahin. Ihr zwei geht da einfach rein. So. Ihr beide geht jetzt mit der zusammen. Da eine Mühle bauen. Sie dietelt Schnitzel. Schnitzel. Ich finde aber Schnitzel witzig. So. Die hat nichts mehr zu tun, das ist okay. Habe ich irgendwo Stein, was ich sammeln kann? Theoretisch? Machbar. Wie teuer sind die 70? Ne, 60, okay. Weil wir brauchen jetzt mal ganz viele Einheiten hier. Kann ich eigentlich Belagerungsrahmen bauen? Lecker. Weil die knallen auch gut rein. Zack. So, ihr seid erstmal schon am Fischen hier, das ist in Ordnung. Wobei, weißt du was? 3 von euch gehen schon mal jagen. Da muss ich nicht so viel drauf beachten. Das geht alles viel angenehmer dann durch hier über den Tisch. Nicht das Schwein schlachten, geh bitte da dran. So, ist gut. So, das wird gemacht. Mehr davon. Wobei, 40 reicht mir gerade eigentlich tatsächlich. Oder? Oh, ein Wolf. Die ist RIP. Schade aber auch. Sie Dietl-Schnitzel. Wobei, machen wir mal ganz kurz 10 Stück. Machen wir 50. Und weiter Konix. Ich hab nur noch 4 Goldtacker. Wo ist denn der 5. Ist der gestorben? Wie belastend. Dann bist du jetzt eine Goldtackerin. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen auf Seite gehen. Warte mal, das funktioniert so nicht. Also so lahmärschige Leute hier kann ich aber nicht gebrauchen. Oh, das ist so praktisch. Ernsthaft? Ich habe keine Mordlöcher. Oh, das ist jetzt mega belastend. Wie blöd war das denn jetzt? Ja gut, die Fernkämpfer sind egal, aber... Ah. Jetzt ist mein Holz wieder gestorben. Oh, hoppala. Hab ich sie doch vergessen. Ach, weißt du was, jetzt können doch ruhig da reingehen. Das sind 8, ne? Dann ziehe ich 3 davon ab. Und die anderen 5 können sich hier ein Tier gönnen. Und ihr 3 könnt jetzt bitte da jagen gehen. So, jetzt kann die Burg da runterschießen. Dann machen wir Ballistik, die besser trifft. Dann verkaufen wir mal ein bisschen Holz, weil ich habe echt Geldmangel. Machen das so, das so, das so. Kurz mal die wichtigsten Forschungen durchballern. Und dann können wir langsam überlegen, auch in die nächste Zeit zu gehen. Aber ich müsste eigentlich noch ein paar Konix ansammeln, bevor ich in die nächste Zeit gehe. Aus Sicherheitsgründen. Wir speichern mal ganz kurz. Wie heißt denn der Freund jetzt hier? Iva mit einem J zuerst und dann so, ne? Ivaljo, glaube ich. Ja. Ich glaube, es war richtig. Da. Rikazanje. Azdelai. Da, Gospodin. So, ihr seid schon mal die Null, weil ihr seid so ein Trupp, der halt eigentlich nutzlos ist, aber der ist halt da. Ihr geht da rein auf Defensiv. So als letzte Gewalt hier oben quasi. Und ihr geht da unten hin, weil da brauche ich die meisten. Oh lol, das sind noch Infanterie. So. So, so. Dorfbewohner haben ganz kurz Sendepause jetzt hier. Wir müssen mal ganz kurz nur Einheiten konstruieren. Konstrukto. Stein wird auch gesammelt. Sehr ordentlich. Den auf Schlachten bitte.
Wunderbar. Kurz Nahrung wegbringen. Und die nächsten jagen. Ist das Nächstenliebe? Wenn wir die nächsten jagen? Rieb ist er. Also Nahrung haben wir theoretisch noch genug in der Gegend. Dann haben wir 20, ne? Ja. 20 sollte reichen, um zumindest Angriffe abzuwehren. Dann gehen wir jetzt in die nächste Zeit. Machen direkt einen Tribok und ballern das Ding hier aus dem Leben. Weil der ist zwar eine Burg und so, ne? Aber der hat halt nur eine Kaserne und einen Stall. Eigentlich ist der ziemlich schwach. Ja. Handkarren wäre auch nicht schlecht, aber ich brauche jetzt dringend hier das da. 800 Gold, Alter. Dann machen wir den hier. Hm, Keschix. Hallo. Ja, mach die Burg ruhig alleine, ist eigentlich egal. Ich würde gerne noch eine hier rechts machen. Weil da auch ein kleiner Hügel ist. Finde ich auch gut. Krepos da drauf. Und dann kannst du noch mal ein paar Häuser setzen. So. Du kannst danach hier oben in Holz gehen. Du machst da bitte ein Holzlager hin. Die sind dumm wie Scheiße. Habe ich nicht anders erwartet. So. Burg konnte sich natürlich erfolgreich verteidigen. Gar kein Problem. Easy peasy. Ja, und dann können wir jetzt die nächste Zeit auf jeden Fall machen. 1800 haben wir fast. War gut. Aber Nahrung ist echt langsam, muss ich sagen, wenn man keine Felder hat. Hey, holy shit, ey. Oh, das ist nur so krass, weil ich jetzt die ganze Zeit drauf warte. Da haben wir's. Und weiter Cash-X produzieren. Wie teuer ist das? 1000! Oh. Und 750 natürlich, aber hey. Gott, das ist auf jeden Fall nicht wenig. Wenn so Gold vom kommen, da leer ist, müssen wir da hingehen, ne? Was anderes sehe ich ja gerade nicht. Doch das hier, aber hm. Hm. Da ist ein Schwein. Okay. Alter, ich drücke immer noch wegen Age of Empires 4 die ganze Zeit. Ah, voll ungünstig. Wohin ist er? Sorry, aber ich find's witzig. Vor allem die einsame Holzfällerin hier unten. Stark. Ich spare gerade mit Absicht ein bisschen Ressourcen, weil wir größtenteils gleich die 1000 Nahrung aufbringen können. Und ich weiß noch nicht wie. Das Gold ist sogar gerade kein Problem tatsächlich. Mit nur 5 Goldhackern. Eigentlich echt peinlich. Aber die Nahrung, schwierig. Weil die kommt dann immer nur so stoßweise, wenn die gerade die Rehe wegbringen. Das ist zu wenig. Da. Da ist leer. Okay. Dann kannst du jetzt mit dahin gehen. Da drauf. Ihr ebenfalls. Auch wenn wir jetzt einstecken, ist egal. Das brauchen wir jetzt nicht micromanagen. Jetzt sind die zu neunt und können das zweite Schwein auch erlegen. Und dann die beiden. Das ist eigentlich echt easy. So, der gönnt sich Deeper Kills. Nett. Dann können wir gleich direkt auf den Elite Conic gehen. Fehlt nur ein bisschen Nahrung. Was soll ich machen? Da wir jetzt im Priorzeit sind, speichern wir mal sicherheitshalber ab, ob das vielleicht jetzt kritisch wird. Weil es ist ja auch häufig so, dass wenn man in die nächste Zeit reingeht, das ist ein Trigger und dadurch ist halt alles schwieriger. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist gut. So. Also ohne Feld, das ist ganz schön schwierig alles, muss ich sagen. Dauert zu lange. Oh Leute, es sind sogar drei Schweine. Cool.
4 noch insgesamt, ne, mit dem. Aber das wusste ich ja schon, dass das da ist. Und RIP. Der ist fast One-Shot, der Typ, lol. Uchotnik. Uchotnik, ja. Wehrpflicht. Und dann Konix. So, ganz viele Konix, das wird rausgeballert. Als nächstes sind noch ein Tribok, da müssten wir eigentlich genug Kräfte haben, um was auszurichten. Stein habe ich nicht mehr, ne? Oh lol, das Stein! Richtig gut. Alter, jetzt sehe ich erst mal, wie viele Schweine hier in der Gegend sind, lol. Okay, ich nehme alles zurück, wir haben doch genug Nahrung in der Umgebung, ey. Krass. Da. Das ist gar kein Problem, für euch habe ich auch schon planen. Ihr könnt dahin gehen und mit denen dann ebenfalls gleich Schweine jagen gehen. Also easy. Eine von wo, dann machen wir ganz, was der dahin geht. Dann haben wir genau 9-9 in den Trupps drin. Ein Konik kommt noch. Wie viel haben wir dann? 28, okay. Haben wir jetzt genau 30. Und ein Treebok. Eine müsste theoretisch reichen für die Burg. Oh, das ist ein Bär einfach. Den er alleine wegmoscht. Oh, easy, ne? Was man so in seiner Freizeit macht, ne? Kurz vom Bären umklatschen. ihr seid durch, ist das okay? Wo ist denn der Mönch? Ach, da oben, lol. Da, da. Oh, lol, falsche. Er ist ja voll den falschen Dorf, wo er gezogen war, richtig übel mies. Ja, mit Lied-Soldaten lassen wir erstmal sein hier in der ersten Mission. Allein schon, weil wir eh nicht genug Gold dafür haben. Okay, Gold ist eine miese Sache gerade. Geht aber. Machen wir noch kurz ein bisschen die Armee größer und dann gehen wir nach rechts. Ich gehe mal kurz auf Seite. Sicher, sicher. Da, правильно. Uchotnik. Man weiß es ja nicht so, ne? Ihr seid die 5. Ihr seid die 6. Die 6 können das Schwein angreifen. Siehst du, da kommen noch welche von links. Ich wusste es. Die Burg brennt. Ja, ist es egal. Passiert, ne? Ist ärgerlich. Aber hält sich ganz easy. Oh lol. Knüppelt sie nieder, ey. Knüppelt sie nieder, immer wieder. Okay, ich brauche definitiv mal Goldhacker. Das funktioniert so nicht. Ohne Scheiß. Mein Schwein verendet da oben. Alles gut. Remontnik. Uchotnik. So. Schafft der Krepost easy alleine. Guck mal, wie schnell die Holz kaufen, ne? Voll gut eigentlich. Guck mal hier. Ist ja mega witzig. Gut. Gefällt mir. Da. Remontnik. Redukop. Bringt ihn um. Alles gut auf. Brikazania? Der ist knapp. Alter, mein Dorf wurde mir fast draufgegangen. Schwierig, du. Also, Nahrung ist echt krass hier. So, da kommt gerade mal ein Schwein abgeliefert. Das nächste Schwein jagen gehen, bitte. Das reicht, also ein Schwein reicht für 5 Krieger. Ist jetzt auch nicht so viel eigentlich, ne? Ah. Mein geht, ne, aber. Hm. Ich müsste noch die Forschung hier machen für die nächste Nahrung. Dass wir auf jeden Fall zumindest damit klarkommen. Und Armschutz für die Burg. Ich meine, gegen Grün und gegen Türkis können wir uns mit der Burg hier easy verteidigen. Das ist gar kein Problem. Und Gelb ist bis jetzt eigentlich ziemlich. Naja, besteht aus Lappen nur.
Das ist eigentlich alles in Ordnung. Und die sind sogar noch in der Ritterzeit, also eigentlich dürfen die allein durch die Technologie schon wegbashen können. Wieso denn eigentlich nur 17? Wo ist denn da? Achso. Da ist die Nummer 18. Da, also gut. Приказание. Da, drauf gut. Da. Приказание. Da, da. Bring mal kurz die Nahrung weg. Uchotnik. Und dann gehen wir das nächste Schwein jagen. Aber nicht da, glaube ich. Wobei schon wichtig ist eigentlich. Schwierige Sache, du. Ich sag's, wie es ist, du. Ja, müsst kurz warten. Geht nicht anders. Okay. Wie bist du da reingekommen? Warum ist denn ein Mauerstück offen? Wie habe ich das jetzt zu verstehen? Bisschen Nahrung kaufen. Warum eigentlich die Universität? Was habt ihr davon? Baut es auf. So ist schön. Und jagt dieses eine Viech. Dann ihr das da. Habt ihr zumindest schon mal ein bisschen Nahrung, die ihr sammeln könnt. Das ist gut. So, weitere Konix bitte. Ja, damit haben wir schon mal 51, das ist gut, damit können wir gleich angreifen gehen. Da ist eine Gans. Lol. Hier sind einfach random Tiere irgendwo manchmal einfach stuck, ne? Ist das geil, ey. Strafbut. Strafbut. Alles gut, over. Genau, bringt das ganz kurz weg und kommt dann wieder her. Das wird zu eklig, gleich alles das zu sammeln, ne? Da. Приказание. Правильно. Здравствуй. Уходник. Alles gut auf. Приказание. Уходник. Da. Уходница. So, ich jag bitte ganz das Seeviecher. Weil immer drei Stück reichen für eins. Nein, warum eigentlich, Junge? Was ist los mit dir? Alles gut auf. Уходница. Geh bitte dahin. Und danach bitte hierhin. Wobei, ihr könnt eigentlich deine Bühne noch bauen. Weißt du was? Das gibt mir so offen Keks da. Da. Nee, weißt du was? Ihr greift mal bitte ganz kurz den an. Da, da. Du kommst jetzt hier hin und machst damit jetzt mal so einen kleinen Krepos drauf. Damit die nicht mehr dahin gehen. Das ist ja nervig. So. Und down is er. Alle Gebäude verstärken, weil es geht. Zwei Konix. Das ist jetzt ganz mies. Holy shit. Ahem. Gott sei Dank habe ich da gerade kurz hingeguckt. Nein, er wird getötet. Tja, einen hat's erwischt, ne? Was war das denn jetzt für eine miese Aktion von dem? Wow, was für ein Unglück. Ich wollte schon eigentlich sagen, eigentlich müsste ich mich da stehen lassen aus Sicherheitsgründen. Nein! Tot. Und genau dann greifen die damit Soldaten an. Na gut, dann halt nicht. Aber ich bin wie so eine wie so ein Hydra, weißt du? Greifst mich einmal an, es kommt mehr zurück, glaub mir. Das muss ich mir ganz kurz trennen, wer von euch Holz verlassen, wenn nicht. Erstmal könnt ihr da hingehen und einen Krepos bauen. Holzfäller, Holzfäller. Bauarbeiter. Holzfäller, Holzfäller. Ich trenne gerade mit Absicht, weil manche haben Holz halt noch am Tragen. Das will ich jetzt auch nicht verschwenden, weil jede Ressource ist irgendwie wichtig. Auch wenn die Zeit, die ich jetzt gerade reinsetze, wahrscheinlich länger dauert und mehr verschwenderisch ist, als sie einfach arbeiten zu lassen. Außerdem aber egal. Oh mein Gott, ich hätte einfach den Hotkey drücken können. Ich bin dumm. Hey, komm. Ist egal. So, bring die bitte um.
So. Wunderbar. Kreposte, Burg und Krepost. Auf geht's. Miakonix. Das war so ungünstig, dass er genau dann angreift, ne? Auf die Tribocke. Mann, ey. 21 HP hat er dann noch. Ah, miese Geschichte. So, ihr drei habt nichts mehr zu tun. Das ist okay. Einer von euch geht mit in den Trupp. Du bist in der 5. Einer von euch geht mit in den Trupp. Das ist die 6. Die 6, die kommt bitte mit da oben hin. Weil... weil's geht. Du bist ein Dorfbewohner, der keinen Sinn und Zweck in seinem Leben erfüllen kann. Deswegen muss er jetzt irgendwas anderes tun. Ich habe keine Ahnung, was ich mit ihm machen soll. Außer, geh da Holz hacken, mach was du willst. Ist mir scheißegal. Und du bist halt... ja, du bist halt im Arsch. Du bist jetzt ein Holzfäller. Auch. 3 Stück noch. So, dann ist unsere Armee vollständig. Und jetzt haben wir sogar 5 Tribocke. Also, jetzt sind wir eigentlich dann komplett mit unserer Armee. Das ist gut. Die Uni wirklich sowas von kaputt gehen, aber ist mir egal. 19 ohne Arbeit, das ist sehr stark. So, ich bitte den jagen. Hier den. So. Perfekt. 3 von euch gehen schon mal danach sehen. Da kommen die nächsten Cash-Eggs. So, Armee ist vollständig. Jetzt können wir gelb angreifen gehen. Das war schon auf jeden Fall nicht so einfach tatsächlich. Hat irgendwie lang gedauert gefühlt. Egal. Ich würde sagen, wir greifen von oben an. Soll er halt rausrennen. Was juckt mich das denn? Der komische gelbe Fritz, ey. Gold ist leer. 9? Du hast gerade einen Job bekommen. Wo ist denn Gold? Ja, wir müssen das jetzt dann nehmen da unten. Nein, die Universität, sie wird fallen. Wie ärgerlich. 3 HP. Easy. Ah, repariert erstmal ganz kurz. Und dann geht er da dran. Ich hätte sie einfach neu bauen können, aber egal. Sie hat keinen Job mehr. Und das Schwein. Ihr drei. Ihr zwei geht damit dran. So. Zack. Okay, ihr geht da defensiv. Ihr ballert das da weg. Das ist eh kein Turm, also alles easy. Alter, ohne Witz. Tribocke, please. Oh, warte, mir fehlt was. Die gute Chemie. Und das können wir eigentlich auch noch machen. Ich habe gerade was gehört, was stirbt. Ah, jetzt sind nur die Infanterie-Soldaten da. Es ist alles gut. So, das Lager ist zerstört hier. Mal kurz auf die Kaserne gehen, dann habt ihr nämlich ja gar nichts mehr übrig. Alter, da werden die aber weggeklatscht. Für dieses Geräusch der Morgensterne, wenn die draufknallen, ne? Das knallt immer so richtig schön dann. Hörtet mal drauf, ja? Klonk, 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 klonk. Alter, schon wieder 12 arbeitslose Einheiten hier. Ekelhaft. Und lol, da ist ein König. Das ist ja nervig. Da muss ich ja da rein. Tja, dann... hey, trefft ihr nicht? Wollt ihr mich verarschen, Jungs? Seid ihr dumm? Ey, habt ihr euer Aim gekauft? Das ist ja nicht mal ansatzweise getroffen. Ey, Leute, ihr macht euch die Mauer nicht, dieses Tor kaputt. Ich meine, wäre auch okay, ne, aber... Wie inkompetent seid ihr bitte? Oh mein Gott, Jungs, Jungs. Wie kann man das denn veraimen? Gott, ey.
Alter. Du musst halt durchgehend. Ist nicht euer Ernst. Ihr habt das genau dazwischen. Ich finde mein Ende durch einen niederträchtigen Bauern. Alter, wie habt ihr es denn geschafft, ein Schwein genau dazwischen zu töten? Ihr tötet und tötet, während die Tataren stärker werden. Tut etwas Sinnvolles für Bulgarien. Verbündet euch mit mir. Ich habe ein Angebot für euch, das euch zu einem mächtigen Mann machen wird. Ach, jetzt kommst du angeschissen, ja? Dann doch mal an. Verbünden sich mit Zar Konstantin oder greifen sie ihn an. Da du ein Lappen bist, aber trotzdem Soldaten schickst und mich das halt immer ein bisschen nervt, sage ich verbündet. Tulcha war eine reiche Stadt, bevor sie den Tataren in die Hände fiel. Erobert sie zurück, dann mache ich euch zu einem Boljaren. Also jetzt doch nicht mehr gelb angreifen, ja? Wow, was für ein Lappen. Sag ich doch, also. Einer meiner besten Krieger wird sich euch anschließen. Wow. Na gut. Du wirst erstmal degradiert zur Hauswache. Gönn dir. Dich werde ich nie wieder nutzen. Boah, ich hoffe, nächste Dings haben wir auf jeden Fall nicht mehr so eine nervige Scheiße. Oh, weil wollen wir nicht. Weil jeden Einzelnen hier jetzt so zu jagen, ist schon echt nervig. Alter, Jungs. Was ist denn los mit euch? Ihr geht... Wird langsam schwer hier, ne? Oh nein, das ganze Gold ist weg. Nee, mach doch nicht sowas. Ja, geht mal hier hin. Keine Ahnung. Ist kompliziert gerade alles. Tribocke, bitte mitkommen. Vernichten Sie die Tulchia-Tataren. Sollte kein Problem sein. Da. Sie Didelschnitza. Da. Da. Oh wei, oh wei. Tja. Da müssen wir halt warten, bis die Tribocke angerollt sind, ne? Willst du machen? Wollen wir noch den nächsten Angriff abwarten von Dingens? Ah. Ach stimmt, grün greife ich gar nicht an. Das sind ja auch Türkise. Das sind ja Keshiks. Lull. Dann ist grün ja sogar noch nutzloser gewesen vorher für die. Ist ja gut. Ja, aber die können also auch nicht so viel, ne? Ich meine, das sind normale Tataren halt, ne? So ohne irgendwelche Imperialzeit. Das ist nicht so schwer. Und der einzige Imperialzeit-Typ ist halt mit uns im Kämpfen. Und nicht gegen uns. Trotzdem sehe ich eine Karte nicht, witzigerweise. Warum eigentlich? Lol, ich wollte gerade gucken wegen Kartografie, aber sowas gibt's ja gar nicht mehr. Okay, kurz speichern. Angriff, Angriff, tü-tü-tü. Ah, die ist hier schon wieder 14 oben, ne? Ich kotze gleich ab, Alter. Oh, moin! Was geht ab? Na komm, ran da jetzt. Hä, ihr habt arabische Gebäude? Wieso habt ihr so komische Dingensgebäude hier? The fuck? Ist das ein Fehler? Nee, haben die tatsächlich. Das ist ja witzig. Na gut. So. Eigentlich hätten die auf den kleinen Hügel gehen sollen, aber... Na, was ist denn jetzt hier gerade los? Was ist denn da jetzt los? Das Tor. Na dann. Lass es mal bashen. Prügelt sie nieder, immer wieder. Aggressive Haltung, damit ihr ja jeden verfolgen könnt. Der Erste wird sterben.
Das sehe ich gar nicht ein, Kumpel. Keine Häuser, wie unnötig, Jungs. So, zurück bitte. Und defensiv. Das war genug für den ersten Schlag. Weißt du, was das einzig Schlimme ist an Connex? Dass die Nahkampfeinheiten als neue Einheit zählen und dann nicht mehr im Hotkey drin sind. Das ist richtig nervig. Naja. Knüppelt sie alle mit euren Morgensternen wieder. Immer wieder. So. Über Jahren planen, mich zu stürzen. Ich selbst kann sie nicht töten, doch ihr könnt es. Tötet die Boljaren, dann werde ich euch ihre Ländereien und Titel übertragen. Ernsthaft? Genau neben meinem Dorf bewundern? Das ist jetzt ja mega antiklimaktisch, ey. Na gut, Jungs, zusammenbauen, nächste Stadt. Ja, wie geil, jetzt haben wir einfach das Ding dazugekommen. Na gut, dann neue 10 neue Dorfbewohner erstmal hier dran. Ja, wie dumm, Alter. Jetzt müssen wir wieder rübergehen. Na gut. Dann ist das halt so. Da. Uchotnik. So, ihr geht. Uchotnik. Da, keine Ahnung, Mann. Ich weiß doch auch nicht. Ja, wie gemein war das jetzt bitte schon, dass er genau dann, na, hier Krieg erklärt. Komische Mission auf jeden Fall. Meine Ziegen. Da ist so eine... Alter, das Tor, ne? Was ist denn da los? So ein Quatsch, Mann. Ach so, Speer, ne? Hat er verdient. Zu überleben dann. Na, wobei, die wollen es doch nicht. Ja, du, da halt er nicht. Kann ich auch nichts machen. So, die haben es verdient zu sterben. Schade aber auch. Das Coole ist, wenn so Connex in der Gruppe sind, das klingt ja wirklich wie eine Massenschlägerei. Immer wieder köstlich. Wo wollten wir hin schon wieder? Ihr fahrt da rein, um da wieder rauszugehen? Das ist ja, das ist richtig smart, Jungs. Ernsthaft, jetzt kommt... Oh. Angriff! Knüppelt sie nieder! Abgesessener Elite-Konik. Abgesessen, ja. Nennen wir es mal abgesessen. Nein, nicht schon wieder Soldaten, die ich nicht gesehen habe. Schade aber auch. Aufs Tor, bitte. Eigentlich könnte man einen Teil von euch dahin gehen und die wegkratzen. Und ihr könnt mal ganz kurz den König abschlachten gehen. Während der Rest hier verteidigt. So. Ah, schon, da war ja was. Den Teil des... Ich nehme mal das eine, habe ich vergessen, ehrlich gesagt. Dann zum nächsten. Nein, warte. So. Aggressive Haltung und dann angreifen. Ups. Und... Das Ding auch. Ups.
kurz diesen einen random Turm da zerstören. Hätte ich sogar viel weniger Soldaten nur gebraucht, da, witzigerweise. Ja. Alter, der Turm. Einfach weg. Sehr gut. Also die Nahrung ist zwar jetzt langsam knapp geworden, aber sie reicht tatsächlich, muss man sagen. Hätte ich nicht gedacht. Alter, ist das denn ernst? Hier ist auch so ein Tor. Alter, what the fuck? Bringt sie alle um. So. Das Ding ist offen. Dann ab dafür. Das Gute ist, es sind nur Bojaren. Die sind eigentlich relativ einfach mit Connex. Weil wir haben doppelt Leben, die nur eins. Echt belastend für die. Okay. Ach, ist doch nicht euer Ernst. Bleibt doch mal bitte hier in der Spur. Wo geht doch dahin. Warum wollt ihr denn... Bis ihr aufgebaut seid, ist das Ding kaputt. Ihr macht es euch aber auch mal selber so kompliziert. Ne? Ist echt schlimm. So, zerstört. Tötet ihn! Ihr habt eurem Zaren einen großen Dienst erwiesen. Doch leider gehört ihr zum Pöbel und könntet niemals in den Adelsrang aufsteigen. Ich werde euren kleinen Aufstand jetzt beenden. Ihr wagt es, euch einem Zaren zu widersetzen? Ich werde euch auslöschen. Es war töricht von uns, dem Zaren zu trauen. Er muss mit dem Leben bezahlen. Hä, hey, trauen? Wir sagen dir was von trauen, Alter. Hab ich doch nichts gekostet. Ein kostenloses vorübergehendes Bündnis sich jetzt nicht irgendwie als Vertrauen an. Alter, die Musik, die jetzt gerade läuft, ist eine der geilsten Musikstücke in ganz Age of Empires. Ihr wurdet als Bauer geboren und werdet als Bauer sterben. Du hast gerade dich selbst beschrieben, ey. Ich bin stolz auf dich. Einsicht, ne, ist ja der erste Weg zur Besserung und so. Weißt du was, geht einfach heute, zack, ich hab keinen Bock mehr auf euch. Wie anstrengend ihr seid, ey. Alter, dieses Musikstück, ne, ist so geil einfach, ne. Ach lol, der hat ja gar keine Dings. Keine Burg, meine ich, keine Mauer, nichts. Ach, es ist so köstlich, ne? Ich werde es genießen, euch zu vernichten. Ich mag vielleicht ein Krüppel sein, doch ich bin ein Zar und ihr ein Bauer. Vergesst das nie. Hast du gerade selber gesagt, dass du ein Krüppel bist? Du hast dich jetzt gerade in dem eigenen Status noch tiefer gesetzt. Lol. Na komm. Das sind sogar nur Haupttürme. Ich dachte, das wäre irgendwie sowas wie Feuertürme oder so, aber nö, nicht mal. Und dann, Palazzo weg. Das sind auch nur normale Soldaten, lol. Normale Bojaren, meine ich. Das ist ja ärgerlich. Ja, so ein, zwei Königs kannst du euch haben. Ist mir eigentlich prinzipiell egal. Tja, schade. Da, der Dacke. Ihr tötet den Mann, der als einziger den mongolischen Khan und den römischen Kaiser in Schach gehalten hat. Ihr könnt nicht begreifen, welches Verderben ihr über Bulgarien gebracht habt. Sagte er, während er 5 Sekunden nach seiner Drohung überlebt hat. Stark. Ist ja super. Ja, ich fand die Mission eigentlich ganz cool, tatsächlich. Mich hat's nur ein bisschen genervt, also Tiere jagen ist halt echt absolut ekelhaft, ne? Na gut, dann Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Manchmal zwingen uns die Taten anderer zu drastischen Entscheidungen. So erging es auch Ivaljo. Was auch immer er vorgehabt hatte, die bewaffnete Schar, die er anführte, wuchs über ihn hinaus. Sie wurde eine Gewalt des Zorns und der Rache. Als die Bauern ihre Herren gestürzt hatten, übten sie Rache an den verhassten Adligen.
Sie ermordeten ihre Familien und blendeten die Adligen dann mit glühend heißen Nadeln. Ivaljo selbst soll Konstantin getötet haben. Der abgetrennte Kopf des Zaren wurde von einem Reiter in die Hauptstadt Tarnowo gebracht. Dort zeigte man ihn Maria, der Frau des Zaren, und ihrem 7-jährigen Sohn.